Hallo und willkommen zurück zu Baphomets Fluch. Beim letzten Mal haben wir ja die kleine Aufgabe gelöst und haben uns Geld beschafft, damit wir unser Taxi nehmen können ins neue Gebiet. Hier ist dann auch alles erledigt und können auch direkt weiterreisen. Ja, es ist momentan ein bisschen viele Pausen drin in Let's Play, gebe ich zu, aber ich hatte jetzt auch hin und wieder Probleme mit der Schulter und habe dementsprechend auch nichts aufgenommen. Wo es dann besser war, auch mal ein bisschen gestreamt, damit mein Twitch-Kanal auch mal ein bisschen Leben wieder bekommt. Und ja, ihr seht es ja selber, ich habe die Videos auch hochgeladen. Und jetzt heißt es erstmal schauen, dass wir auch mal ein bisschen Fortschritt kriegen. Ich denke mal, ich werde auch heute wieder eine Doppelfolge machen, dass ihr ein bisschen entschädigt werdet für die langen Pausen. Das ist es aber auch nur für die Zeit, wo ich so re relativ unregelmäßig aufnehme. Sobald ich wieder mehr aufnehme, wird es dann auch jeden Tag nur eine Folge jeweils geben von den Let's Plays. Also gehe ich zumindest von aus. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabenen Gegenwart erneut wieder. Dann wollen wir mal los. Nochmal zum Thema Bull's Head Hill. Sie haben Verlangen, diese wunderbare Naturschauspiel zu besuchen. Sehen, ja? Tja, vielleicht. Unglaublicher Glücksfall. Bull's Head Sonderangebot, nur 50 Yankee-Dollar. 50, wie? Haben wir. Okay, abgemacht. Hier ist die Knete. Ah, höchst ideal. Wie Amerikaner sagen, bare Knete zahlt die Miete. Miete. Mister, wir müssen uns in Eile üben. Wo genau steht Ihr Taxi denn? Das einzige Fahrzeug, das ich sehen kann, ist ein alter, ausgemusterter Armeelaster. Ja, und? Oh, okay. Ich bin in einer Minute da. Es scheint mir unfair, mit den Kloschlüsseln zu verduften, also lasse ich sie lieber auf der Theke. Ja, da hat er nicht ganz Unrecht. Hallo, Ulta. Ah, sein großartiger und kühner Kunde. Dann wollen wir mal. Ist das Ihr Taxi? Oh ja, sicher. Das großartigste Taxi in Marib. Sieht wie ein alter Armeelastwagen aus. Bah, ihr Amerikaner mit Luxuslimousinen. Ihr haben vergessen, was Taxi sein sollen. Ungefähr 4 Tonnen auf den ersten Blick geschätzt. Da haben Sie Nagel durch Nadelöhr getroffen. Schön, dann los. Leider nein, sehr höchst verehrter Fahrgast. Es gibt ein klitzekleines Problem von unbedeutender Natur. Keilriemen. Haben Beschluss machen, jetzt zu reißen. Was werden Sie tun? Was können ich tun? Warten auf Fahrt in Werkstatt zum Ersatz machen. Wie lange wird das dauern? Einen Tag. Höchstens 6. So lange kann ich nicht warten, wir müssen weiter. Aber wie, mein Freund? Ich lasse mir was einfallen. Okay, Tschüss, wir sind hier doch Ulta. noch nicht fertig. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Ich habe auch schon eine Vermutung, wo wir den Keilriemen herkriegen. Da ist nämlich so ein freundlicher kleiner Händler für Autoersatzteile, über den er noch vorher gelacht hat. Dann werden wir ihn mal anhauen. Er hat nichts, was ich gebrauchen könnte. Der Stand ist voller alter, ausgeschlachteter Maschinenteile. Er hat nichts, was ich gebrauchen könnte. Okay. Eigentlich haben einige Maschinen auch Keilriemen, deswegen habe ich gedacht, dass eventuell. Ach, egal. Hallo Neo. Hallo Sir, wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Oh, nichts, ist schon gut. Okay, der hat keinen Keilriemen. Wo kriegen wir jetzt einen Keilriemen her? Hallo Duane.
Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Ist in Ordnung. Wir sehen uns später. Okay, hier ist auch nichts Neues. Ich probiere einfach mal ein bisschen durch. Eventuell hat irgendjemand einen Keilriemen oder so. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Nichts, ist schon gut. Auch nichts. Ein Stück Kette, die ich in der Toilette vom Club Alamut abgestaubt habe. Naja. Eventuell können wir es mit der Kette versuchen, aber ich glaube, mit ihm hier wollen wir nicht mehr reden. Nochmal hallo, Sir. Oh, dreckig, schlecht. Okay, okay, ich gehe. Nö, der ist sauer. Wo kriegen wir jetzt einen Keilriemen her auf die Schnelle? Der Kette können wir es nachher mal versuchen, aber ich sehe mich noch mal um im Haus. Ich glaube zwar nicht, dass wir da irgendwas finden, aber wir versuchen es einfach mal. Ansonsten hilft wirklich nur die Toilettenkette. Was anderes kann ich mir jetzt nicht denken, dass das als Keilriemen nutzbar wäre. Ich hätte höchstens noch eine Vermutung, was vielleicht klappen könnte. Ja, hier kriegen wir nur Wasser. Nicht, dass wir damit was machen können. Ein endlos Handtuchspender. Ne, schaut nicht so aus. Können ihn zwar benutzen, aber nicht wirklich was tun. Okay, er legt jetzt jedes Mal den Schlüssel ab. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht diesen Endlos-Handtuchspender brauchen. Rausholen konnten wir es ja nicht. Nur benutzen. Hallo, Ulta. Mal gucken, vielleicht nimmt ihr das Keilriemen. Was sagt Ihnen diese Spülkastenkette? Sie bringen Bürste wieder, damit so können stehlen Kette? Sie ganz krümelig im Keks, was? Das hier ist ein Hebel, mit dem man Kanaldeckel anheben kann. Manche Touristen haben kranke Gepäck dabei, Mister. Bis bald, Ulta. Möge gut gehen, Herr. Einige großartige Angebote liegen in dem Regal, vorausgesetzt, man betreibt ein Museum für Plunder. Der Stand ist voller alter, ausgeschlachteter Maschinenteile.
Genau diese ausgeschachtelten Maschinenteile könnten das Nützliche für uns sein. Der Stand ist voller alter Maschinenteile, die wohl von einer zerlegten Druckmaschine stammen. Ich kann mir nicht vorstellen, woher die stammen oder wer die haben will. Er hat nichts, was ich gebrauchen könnte. Okay. Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um Raritäten ausfindig zu machen. Verweis auch nur weiterhin auf den Jungen. Das Blöde ist aber auch gerade, dass ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Der Händler verkauft Obst. Ich beschließe vielleicht später etwas zu kaufen. Der Stand bietet einige Früchte zum Verkauf, die ich nicht kenne. Darum geht es schließlich beim Reisen. Durch die Welt ziehen und merkwürdige Früchte entdecken. Ich bin nicht hungrig und will kein Obst kaufen, deshalb beginne ich keine Unterhaltung. Aufs Auto zugreifen können wir gerade auch nicht. Am Stand baumeln die Kebabs am Baldachin. Für ein Marketingmittel fehlt hier aber etwas. Aus der Nähe kann ich sehen, dass Fliegen Kebab lieben. Es ist ein Kebabstand und ein hässlicher dazu. In der windstillen Luft hängt der Gestank so rum, wie es schlechte Gerüche so gerne tun. Hier komme ich aber auch sonst nirgendwo weiter. Hier unten kann ich auf jeden Fall nichts benutzen. Das muss da oben mit zu tun haben. Brauchen ja irgendwie so ein Seil. Einen guten Tag nochmal, Sir. Muruba! Hallo, Sir! Ja, er hat auch nichts für uns. Ma salama! Teppiche werden uns da auch nicht helfen können. Oh ja, kriegen wir jetzt einen Keilriemen. Ich meine, ich habe die ganze Zeit die Vermutung, dass das was mit dem Spülkasten auf sich hat. Also mit dem Handtuchspender meine ich. Aber den können wir ja gerade irgendwie nicht zerlegen. Selbst wenn ich spucken wollte, mein Mund ist viel zu trocken dazu. Damit können wir auch nichts anfangen. Ich habe weder Zeit noch Geld genug, um mir etwas zu kaufen. Also es muss auf jeden Fall irgendwas mit da zu tun haben. Na, wie kriege ich das Ding jetzt zerlegt? Ich probiere gerade einfach mal ein bisschen wild aus, ob man vielleicht irgendwas damit anfangen kann. Der Spiegel ist so sauber wie alles andere hier drin. Das Becken scheint ganz sauber zu sein, aber es fehlt der Stöpsel. Und ich dachte schon, die Franzosen hätten komische Toiletten. Ich habe seit heute Morgen noch nichts getrunken und ich muss nicht auf den Topf.
Ich weiß jetzt gerade ein bisschen relativ sinnfreies rumprobieren. Ich habe auch gerade ehrlich gesagt keine richtige Idee, wie ich den zerlegen kann. Kleinen Moment. Telefon klingelt. Ich lasse euch mal kurz drin, das dauert nicht, hoffentlich nicht lange. Ansonsten muss ich jetzt schneiden. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, das hat jetzt nicht so lange gedauert. Ich denke aber mal nicht. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir hier weiter? Jetzt brauchen wir auf jeden Fall einen Keilriemen. Ich weiß. Es muss das Handtuch sein, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ein endlos Handtuch spät. Ja, das wissen wir ja. Ich probiere einfach noch ein bisschen rum, vielleicht funktioniert ja irgendwas davon. Glaub's auch nicht. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass irgendwas anderes ist, weil alles andere haben wir eigentlich in der Stadt versucht und die haben ja jeden angesprochen. Ah! Okay. Ah! Okay. Gut zu wissen. Ein Stück von einem groben, grauen Handtuch aus der Toilette des Club Alamut. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie noch vorher befeuchten müssen oder so. Nö. Das hat es aber gerade ganz schön geleckt. Keine Ahnung, ob wir da noch mal rein müssen. Auf jeden Fall ist da noch Wasser. So ein Gegenstand könnten wir zwar noch benutzen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das noch einen Sinn hat für uns. Aber möglicherweise. Sehen wir uns mal um. Jetzt haben wir zumindest das Handtuch, vielleicht können wir das Keilriemen benutzen.
weiß, es ist ein bisschen unwahrscheinlich, aber naja. Quatsch mal nochmal mit ihm. Hallo, Ulta. Mal sehen, was er dazu sagt. Können Sie damit etwas anfangen? Mein Freund, das sein richtiger Teil. Ulta nimmt das Handtuch, zerschneidet es längs in zwei Hälften und gibt mir eine davon zurück. Mit seiner Hälfte ersetzt er den Keilriemen, wie man es normalerweise mit Strümpfen machen kann. Nun, ich verknoten Enden. Praktisch, ja? Wirklich höchst praktisch. Damenstrümpfe mögen an einem Bentley gute Dienste leisten, aber bei einem Lastwagen erfüllt das grobe Handtuch seinen Zweck besser. Kommen, mein Freund. Sie möchten sehen, Bull's Head? Guti. Ich hoffe mal nicht, dass das gerade abgeschmiert ist. Ah, ne. Später am Nachmittag. Da kann man irgendwas aufheben. Ah, ein Ast. Ich habe dem Baum für einen Tag genug Schaden zugefügt. Ein junges Bäumchen wächst an der Kante. Was haben wir denn hier? Hundertelange Wechselbäder von heißen Tagen und kalten Nächten haben einen Spalt aufgerissen, der tief bis in den Fels hineinreicht. Hiermit irgendwas machen können? Nö. Aber das Gerät hat uns ja schon mal treue Dienste geleistet. Vielleicht funktioniert es ja wieder. Nö. Ansonsten ist hier aber auch, glaube ich, nichts. Ich habe den Baum. Ja, das hatten wir schon. Ansonsten ist hier aber auch gerade nichts. Jahrhundertelange wächst der Tier. Okay, er will auf jeden Fall da nicht rein. Wir probieren das einfach mal ein bisschen rum, ob irgendwas davon funktioniert. Auf gar keinen Fall. Mit Schwung knote ich das Handtuch an den Stock. Ein Seemannsknoten, wie er im Buche steht. Okay, das hat funktioniert. Jetzt bin ich im Besitz des patentierten Stobbart Stock Handtuchs. Wenn ich nur wüsste, was man damit anfangen soll. Hin und wieder hilft es auch einfach mal rumzuprobieren. Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Tja, das sieht ja ziemlich sicher aus, aber ich habe sowieso keine Wahl. Als ich nach Syrien gekommen bin, habe ich nicht damit gerechnet, einen Berg zu besteigen. Also Stobbart, ey. Also George meine ich. Also das Stückchen hättest du auch springen können, das ist nun wirklich nicht hoch. Na gut.
aus der Nähe betrachtet, sieht die Nische irgendwie künstlich aus. Soll ich damit mal rumstochen? Nö. Greif mal rein. Die Idee, meine Hand dort hineinzustecken, gefällt mir gar nicht. Aber irgendwas war da drin. Ein Metallring, so groß wie meine Hand. Dann zieh mal dran. Ich greife den Ring ganz fest und ziehe aus Leibeskräften. Aber hallo. Aha. Tja, was in dieser Höhle ist, erfahren wir dann im nächsten Part. Würde ich sagen, danke wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.